fahren wir erstmal zu unserer nächsten Station. Das ist ja das, was ich dann heute eingebracht habe, obwohl es sehr überraschend heute Morgen kam. Wir werden jetzt gleich eine Bachdurchfahrt machen und dann werden wir mal gucken, wie der Skoda da durchkommt und auch das elektrisch angetriebene Fahrzeug. Ich habe mal im Physikunterricht gelernt, Wasser und Strom. Mal gucken, was da passiert. Mit dem Touareg mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Den stellen wir auf Offroad und dann macht das Ding das ganz alleine. Jo, dann mal gucken, was dann gleich passiert. Ja, dann nochmal herzlich willkommen von meiner Seite hier im Kodiaq RS. Auch ich möchte die Chance nutzen, euch das Auto ein bisschen zu erklären, ein paar Details näher zu bringen. Angetrieben mit einem 2 Liter Diesel Biturbo, 176 kW, 240 PS hat das Auto. 0 auf 100 in 6,9 Sekunden. Das ist aktuell der stärkste Diesel, der jemals in einem Skoda verbaut wurde. Ja, wir haben 2,5 Tonnen Anhängelast, bewegen hier 1800 Kilo Leergewicht. Vielleicht auch eben ein Vorteil gegenüber dem e-tron, den ich eben in der Kiesgrube nutzen konnte. Ja, der Kodiaq verfügt bei 7 Ausstattungslinien neben dem RS. Im Prinzip für jeden was dabei. Wir haben eine Offroad-Variante, wir haben den RS, wir haben einen Sportline. Wir haben auch die klassischen Ausstattungen und ein L&K, gewinnt mit den Firmengründern von Skoda, so also ein bisschen die exklusivere Ausstattungslinie. Ja, zum Auto an sich, wie gesagt, jede Menge Simply Clever Details. Skoda punktet in erster Linie auch mit viel Raum und Platz. Angetrieben, wie gesagt, mit dem 2 Liter Biturbo, mit einem permanenten Allradantrieb, der aber intelligent permanent ist. Das Fahrzeug ist in der Lage, die Antriebskraft auch auf nahezu ein Rad zu steuern, je nach Bedarf eben. Ja, zur Ausstattung vielleicht zwei, drei Details. Skoda ist sehr gut unterwegs zum Thema Konnektivität und Infotainment. Wir haben hier im Auto drin das Navigationsgerät Columbus mit einem 9 Zoll oder 9,2 Zoll Display. Konnektivität. Ja, Skoda ist vernetzt, ob es Fahrzeugstatusabfrage ist, wenn ich die ganzen Online-Dienste nutzen möchte, auch eben eine Parkplatzsuche, Online-Spritpreise, die ich abrufen kann, also da sehr, sehr viele Informationen. Konnektivität ist aber auch eben ein Riesensicherheitsaspekt. Wir haben ja, die klassischen Assistenzsysteme an Bord, die mittlerweile in den Fahrzeugen bei uns auch voll verfügbar sind, Spurwechsel, Spurhalteassistent, Abstandsassistent, nicht nur den Parkpilot, sondern auch einen Ausparkassistenten und in Verbindung mit Connect eben auch den Emergency Call mit einer erweiterten Funktion, das sieht man ganz gut hier oben auch am Dachwimmel. Wir haben drei Tasten, eine davon die rote SOS-Taste. Ja, im Falle eines Unfalls bei Auslösen der Airbags wird automatisch ein Notruf abgesetzt. Ich kann das Ganze aber auch manuell über die Taste steuern, wenn eben kein Airbag ausgelöst ist, aber die Unfallschwere es doch nötig macht. Hab einen direkten Draht eben zur Pannendienst, zur Info-Hotline. Das sind Teile eben des Connect-Systems. Ja, im Kodiaq RS auch verfügbar das Active Info Display, was wir hier auch haben. Das System kann ich mir in 5 verschiedenen Details und Ansichten ja, vorblenden, ob das die Navigation ist, ob das einfach ein paar Fahrinformationen, ich kann die Ansichten wechseln, wie man sie jetzt gerade sieht. Auch das natürlich für viele unserer Kunden ein Highlight, weil Skoda eben bisher nicht verfügbar war, mittlerweile aber in allen Ausstattungslinien auch verfügbar ist. Kodiaq, Superb, Octavia. Ich habe es eben schon mal gesagt, Skoda steht für viel Raum und Platz. Skoda steht aber auch für Simply Clever Details, ob das eine Taschenlampe ist im Kofferraum, ob das ein Eiskratzer im Tankdeckel ist, all so lustige Gimmicks. Hier in der Mittelkonsole haben wir den Easy Open Flaschenöffner, also ich kann mit einer Hand eben eine Flasche öffnen, wenn ich sie hier reinstelle. Also Dinge, dafür steht Skoda und das wissen unsere Kunden zu schätzen und freuen sich immer wieder über die netten Gimmicks, die wir haben. Ich habe eine drahtlose Windschutzscheibe, auch das ist für sehr, sehr viele ein Argument. Keine lästigen Drähte, die ich sehe, sondern durch eine Folie im Verbundsicherheitsglas wird die Scheibe beheizt und macht das Ganze natürlich sehr, sehr komfortabel. Es ist ein nettes Tool, was Skoda uns liefert, für jeden Kunden, den Präsenten, der nicht nur das Fahrerlebnis haben möchte. Wir haben hier eine eigene Radioshow, die gibt es zu jedem Modell. Das hat der Kunde die Möglichkeit, eben auf eine Probefahrt sich anzuhören und auch da einfach nochmal Details zum Fahrzeug zu bekommen.
unter anderem wird auch hier eben auf Transportmöglichkeiten eingegangen, wie wir es jetzt gerade im Kapitel angezeigt haben. Genauso das Thema Soundsystem, auch hier im Auto, da können wir gerade noch drauf eingehen. Wir haben ein Kanton-Soundsystem, ist auch kenntlich gemacht eben an den Lautsprecher. Das heißt, wir haben 9 Lautsprecher im Subwoofer, haben eine 575 Watt Anlage hier im Fahrzeug verbaut, die speziell eben auf den Kodiak abgestimmt wurde. Ja, ein doppeltes Handschuhfach, ich mache jetzt hier unten das auf, aber hier oben haben wir ein zweites Handschuhfach, unten das große. Also viel Stauraum, eben nicht nur für Personen, sondern auch für die Dinge, die man mit an Bord hat. All solche Dinge, Bedienbarkeit, intuitive Bedienung und keine weiten Wege und keine überfrachteten Instrumente ist auch ein Thema, wo Skoda einen großen Wert drauf legt. Ja, und all das haben wir hier gegeben. Ja, dann würde ich jetzt weitergeben an den Dirk. So, wie eben schon angekündigt, wollen wir die Autos mal richtig durchspülen und die haben es ja auch bitter nötig. Und ich habe den anderen ja nicht verraten, um was es geht, aber wenn ihr mal nach da schaut, wir haben da eine kleine Wasserdurchfahrt vorbereitet. Nicht vorbereitet, die ist immer hier, aber die werden wir jetzt mal nutzen und mal gucken, ob alle diese Boliden da auch durchkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, mit dem VW Touareg ist das kein Problem. Was ist denn hier jetzt los? Oh, Freunde, hallo. Was hast du denn vor? Wir wollten ein Auto waschen fahren, Dirk. Es plätschert so schön der Bach durch den Taunus und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir müssen die Autos mal durchspülen. Und, ah, hier? Ja, hier fahren wir jetzt mal durch. Klar. Und das rauchst du dir zu mit deiner... Also ich mir mehr als du. Ich hätte auch ein paar Gummistiefel dabei, falls du mit deiner E-Kiste da stehen bleibst. Du kannst gerne aussteigen. Da lehnst du dich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Da bin ich mal gespannt. Ich mache mir Gedanken mit deiner E-Kiste. Da hast du recht, ja. Müssen wir schon noch mal gucken, oder? Na ja, gut. Sollte ja eigentlich keine Herausforderung sein, oder? Und das Wasser ist echt. Oh! Und schön kalt. Ja, super. Ja, und jetzt? Einfach nacheinander durch, oder was? Wollen wir mal gucken, was geht? Komm, ich zeige euch, wie das geht. Komm, mach mal, mach mal durch. Mach mal vor. Wir gucken mal. Gucken, was der hier wirklich kann. Guck dir das an, er ist Schiebung. Der hat sein Luftfahrwerk schon wieder hochgefahren. Ja, das ging ja doch ganz gut. So, was habe ich euch gesagt? Geht doch. Also das traue ich mir jetzt aber locker zu. Ja. Dann auf. Soll ich mal zeigen, wie so ein Stromer durch den Strom schwimmt? Ich stehe hinter dir. Dann leg mal los. Warst du da hinten noch mal ein bisschen tricky auf der Wiese oder ging's? Nee, wenn man den Weg da hinten um die Bäume rumfährt und dann, wo es gemäht ist, kann man wieder den Weg zurückfahren. Okay. Aber das ist schon ein bisschen... Aber das ist auch ziemlich nass aus da hinten noch. Ja, aber das ist nicht schlimm. Also ein Teil von deinem neuen Außenanstrich hast du auf jeden Fall verloren. Ja, ich fahre dann gleich dreimal noch mal durch, dann ist er wieder sauber. Ja. Mensch, die Felgen waren ursprünglich mal schwarz, schaut mal. Nicht schlecht. Ist der jetzt ganz oben vom Niveau her? Der ist ganz oben jetzt. Okay. Und auch im Geländemodus, also eigentlich durch die ganzen elektronischen Fahrhilfen brauchst du gar nichts machen. Außer ein bisschen da, wo es hingehen soll. Und ansonsten macht das Auto alles allein. Der registriert das, wo er die Kraft braucht und die Wasserdurchfahrt. Gut, ist ja für mich und das Auto überhaupt kein Problem. Natürlich. Ja, dann zeigt mal, was ihr könnt. So, nachdem der Dirk mit seinem Touareg jetzt im Wasserloch vorgelegt hat, wollen wir natürlich zeigen, dass der Stromer das auch kann. Unser e-tron, jetzt haben wir das Luftfahrwerk nach oben gestellt. Das heißt, maximale Bodenfreiheit. Und jetzt rollen wir mal an. Darf ich? Der Motor ist schon an, falls ihr das gehört habt, ne? Der ist ganz sauber und leise in der Natur. Hier werden die Vögel in Ruhe gelassen, das ist prima. Ja. Respekt, Christian. Hast du das schon? Und sauber ist er auch. Hast du jetzt ein bisschen Bammel, ne? Nö.
Nee. Ich komme da auch durch. Hast du den jetzt auch hoch? Der ist ganz oben jetzt. Okay. Ja, vom Niveau auch ganz oben. Im Offroad-Modus quasi. Und der regelt auch, man merkt es total. Also die Systeme greifen ein, je nachdem, wenn der Boden sich verändert. Und da kann man gar nicht viel falsch machen. Man sollte natürlich nicht gerade gegen einen Baum fahren, weil dann hält er auch nicht an. Aber grundsätzlich kinderleicht. Aber trotzdem muss man an der Stelle mal sagen, wenn das irgendeiner versucht jetzt zu Hause nachzumachen, macht's lieber nicht. Dafür sind die Autos dann doch irgendwie ein bisschen hochwertiger als irgendein Schrotthaufen, mit dem man das machen kann. Kommen wir zum Thema. Nummer 3 ist dran. Ja. Schauen wir mal. Wegen Schrotthaufen? Das nein, hast das du jetzt gesagt. Oh, Gottes mal gucken, ob der Tscheche das auch schafft. So. Haben wir mal ein bisschen Platz. Nehmen wir nicht zurück. Vielleicht soll man ADAC schon mal anwählen. Dann will ich euch mal zeigen, was der Tscheche so kann. Jan, übertreib's nicht. Schön langsam. Das können die alle, oder? Aber kommt er auch wieder zurück? Ja, also auch das hat mit meinem Auto gut geklappt. Und hier sehen wir jetzt die Assistenzsysteme arbeiten. Das Auto verwindet sich, das Allrad-System arbeitet so wie es soll. Verteilt die Kraft genau dahin, wo sie gebraucht wird. Und ja, dann fahren wir jetzt mal zurück und gucken mal, ob wir die Jungs vielleicht ein bisschen nass gemacht kriegen. Hey, wir clever. Dein Auto ist wieder sauber. Also dann darf man mal kurz applaudieren. Auf den Chelsea kommt durch. Chapeau, Chapeau. Ja, Straßenverhältnisse geben das vielleicht manchmal auch nicht her. Also. Ja, also auch hier, es hat alles super gearbeitet, genauso wie es sein sollte. Top-Fahrer. Wie bei den Kollegen auch. Ja. Ja. Auch meiner ist wieder sauber. Ja, sauberer als früher. Also es sehr braucht gut. Nicht mal das Thema eines Luftfahrwerks unbedingt, nee. Sondern der Kodiak bringt einfach so unheimlich gute Geländegängigkeit mit. Ja. Also ich glaube, für den Hausgebrauch sollte das reichen für jeden. Ne? Absolut. Also der Kollege, der Dirk hat es eben schon mal gesagt, das ist nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Wir machen das natürlich heute aus Testgründen nur für euch. Und ganz selbstlos bringen wir unsere eigenen Autos hier in Gefahr, aber es ist nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Das wollen wir nochmal hinten anschieben. Ja. Ja. So Christian, der Tag ist ja bisher ganz gut verlaufen, aber halt nett für dich. Ja. Weil Platzangebot beladen hat der Jan mit seinem Skoda gewonnen. In Kiesberg hat glaube ich gewonnen, wenn ich. Ja doch, ja. Ja, war so. Eindeutig. Wasserdurchfahrt könnte man ja mal unentschieden werten, weil da sind ja alle durchgekommen. Da hatte ich ja die Hoffnung, dass du stehen bleibst. Nee. Aber hat ja noch einer eine Idee, wie wir das jetzt vielleicht ausgleichen können. Ich weiß nicht, mit was der Christian jetzt noch punkten soll. Also lieber Dirk, ich bin ja nicht ganz unvorbereitet in den Tag heute gestartet. Und erstmal Glückwunsch an euch beide für den ersten und den zweiten Punkt zumindest mal in der Wertung Laden und Kieswerk. Und ich habe noch eine kleine Überraschung und noch einen abgesperrten Platz reserviert für uns, wo wir mal gucken können, was die Autos denn so auf dem reellen Straßenleben so drauf haben. Okay, hört sich ja spannend an. Aber da das ja mit Dirk seine Waschidee nicht so ganz geklappt hat, nicht klar, werden wir erstmal eine kurze Session noch an der Waschanlage einlegen. Bitte glaub ich. Nötig, das Auto sieht aus wie sein. Seid ihr dabei? Ja. Habt ihr noch Lust? Ja, habt ihr noch Bock? Ja, dann los, auf geht's. Bin gespannt.